Damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Together in Ion. Jo, hallö, der Black, der Dü, leider auch der Dü. Ja, genau. Okay. Und, ja, was liegt an? Ja, wir haben, was haben wir denn jetzt an Kampagnen noch? Wir haben jetzt noch zwei Kampagnen, haben wir jetzt noch offen. Wir müssten, theoretischerweise müssten wir auf 35 kommen, um halt weitere Kampagnen freizuschalten. Wie wir sehen hier in Elden, sehen wir, ihr könnt auf Stufe 35 beginnen, die letzten beiden. Von an Rishanda. Ist eigentlich genau derselbe, zieht sich auch derselbe Faden durch. Ja. Ich möchte auf jeden Fall ganz gerne die in Elden machen, um auf 37 um zu kommen, um in die Solo-Instanz dann reinzukommen. Bei mir sieht schon mal gut aus, bei Black sieht es eigentlich auch relativ gut aus. Ja. Ja. Wir werden jetzt erstmal in Richtung, dieses Avalos-Oase werden wir mal machen. Und werden da mit, ja, erstmal Cassias finden auf jeden Fall. Und werden uns auch nochmal die Waffe anschauen, die man sich dort für Silbermünzen kaufen könnte. Okay. Dann. Da steht jemand davor. Der Teleporter. Achso, ich wollte gerade sagen. Wo? Ne, ist schon der richtige. Hier, da, der Flugtransporter. Ich hatte nur einen falschen. Achso. Alles gut, gut. Alles gut, alles gut. Flugtransporter, so, wohin war's? Nach Obolus Oase. Das Ganze hoch. Ja. Dann los. Hier, ich gebe dir einen Obolus für einen Flug nach Obolus. Ein Obolus. Weißt du, was ein Obolus ist? Eine Gabe, eine Spende. Ja, ne, wenigstens etwas. Ich dachte schon wieder, du glänzt vor Unwissenheit. Wäre ja nicht das erste Mal. So. So, und hier wieder im Dschungel. Tief in den Dschungel rein. Hier hätte er ruhig unter den Baum durchfliegen können. Wäre cool gewesen. Ja, unter der Brücke, das schafft er. Auch durch den Dino. Also Urzeit-Dino. Lass ihn Dü fressen. Lass ihn Dü fressen. Lass ihn Dü fressen. Nee, ich bin schon durch, schon lange. Ah, schade. Wahrscheinlich hat er schon mal eine Dü gefressen und deswegen ist er schon deswegen gestorben. Ist er krepiert. Ja, eben. Genau. Nur aus diesem Grund. Ja, gut. Was will man erwarten? Nicht jeder verträgt das Dü. So. Wo ist denn der Dü schon wieder? Ich bin unterwegs Richtung... Achso, genau. Stimmt, ich muss erstmal zurück. Sorry. Oh, mein Mistake. Ach, mit dir. So, ewige Ruhe. Bin ganz eurer Meinung. Ja, wir müssen eigentlich schon runter, aber wir schauen uns erstmal noch die Waffe an, ob wir die uns holen, weil der grünen Waffe, die wir jetzt gerade bekommen haben, die Werte waren zwar relativ identisch, aber ich glaube, da war keine TP drauf. Schauen wir einfach uns mal das an. Ja. Hier beim Magieverwalter, wahrscheinlich du musst wahrscheinlich zu dem anderen, zu dem Kampfverwaltungshauptmann, schätze ich jetzt einfach mal. Dann schätze ich mal, gut. So, mit einem Tauschen. Gucken mal, ja, da. Genau. Also ich kaufe mir die jetzt, weil die halten halt noch die 200 TP und das ist gerade im Anfangslevel-Bereich, das ist ja sehr wichtig. Auf jeden Fall noch ein bisschen TP zu haben, man sieht es immer bei dir mal. Ja, auch ab und zu. Vielleicht können wir uns hier auch noch mal ein bisschen was an normalen Equipment holen, wir werden vielleicht noch... So, holen. Die Kanone da. Nehmen wir ja, genau, kaufen. Satterische? Ja, okay. Also bei mir ist zum Beispiel noch, also ich habe noch genügend Münzen dafür, um mir zum Beispiel noch Schuhe plus Handschuhe zu kaufen und das werde ich auch zum Beispiel auch mal noch mitmachen. Ich habe jetzt noch so ging das ja. Und Handschuhe. Gut. Also blaue Handschuhe halt. 27 habe ich, na mal schauen. Was habe ich noch? Ja, bringt halt auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr wieder. Theoretischerweise könnte man, glaube ich, auch unser Seiteninstrument noch einen 4 machen, aber das lassen wir an den Anfang selber auf jeden Fall auch mal noch aus. Ja, warte, ich bin gerade am Rätseln. Was nehmen wir denn? Die Schuhe. Magieverstärkung nehmen. Es müssen zwei Lederteile müssen drin sein. Da sind genug Lederteile drin. Zwei blaue, warte mal, ich schau mir das mal selber mal an. Du hast halt durch den Garner hast halt das Leder-Equipment auf dem. So, das hier wollte ich haben, genau. Ja, genau, das was auf der dritten Seite ist, das ist mit meiner Stärkung.
Also dann nehme ich den, ja genau, den Lederschutz hier mal. Mal 36. Habe ich 41. 49 wahrscheinlich nicht mehr viel wert. Die kosten 9. Ne, das reicht nicht mehr. Okay, dann bleibt es auch bei dabei. Kaufen. So. Inventar ist voll. Ach, leck mich da am Arsch. Nehmen wir halt einzeln. So. Geh mal zu hier. Machen wir gleich ja, nochmal. Oh, das ist total ja? doof. Braucht irgendetwas? Münzen eintauschen. So. Ja, ja. Schon gut. Ariel Luma. Schlimm mit mir. Wenn ich genau wüsste, was ich mache hier. Ja, so, ausgeleckt. So, hopp. Kanone, ja, die wollte ich haben. Drauf machen. Rüstung nochmal. 3. Und da wollte ich die hier. So, jetzt aber. Danke. Bitte. Das Ding, schlupp. Wie viele Würfeldinger hast du da jetzt eigentlich? Der zweite Würfel fast voll. Aber da fehlt halt eine Reihe noch. Oh, da fehlt noch eine Reihe. Okay. Hast du ein Sanktum gekauft? Nö, das hat noch nicht gemacht, glaube ich. Weil das Geld knapp war, ne, glaube ich. Dein Geld war knapp, ja. Meins? Das wäre wahrscheinlich allgemein für beide knapp gewesen. So irgendwas in der Art hast du da gesagt gehabt. So, ich muss mal gucken hier. Lebensmittelhändler. Ah, okay. Verkaufen. Ja, die weg, die weg, die weg. Verkaufen, so. So, 300, fast 350 habe ich. 50.000? Ja, ja, natürlich. Also es gibt zwei, auf jeden Fall zwei Mittel, bzw. Methoden, wo man noch den Würfel auf jeden Fall erweitern kann. Einmal mit Geld, halt in Sanktum. Das glaube ich dann auf der Stufe müssen das dann irgendwas um die 130.000 sein. Und es müsste dann noch auf, da waren wir auch schon mal auch auf der Insel gewesen, aber wir hatten es da auch nicht gemacht. Da in dem Abyss, wo wir waren, wir auf jeden Fall auf einer Insel, da kann man da das auch noch machen. Ich fällt aber gerade der Name der Insel nicht ein. So kommen wir erstmal halt zu mir. Ja, aber das in den nächsten Folgen werden wir das auf jeden Fall mal machen. Vielleicht jetzt in der heutigen Aufnahme Session oder auch vielleicht in der nächsten. Ich hoffe mal wieder ein bisschen. Zack. Augenblick, ich muss hier noch eine Veredelung abbrechen, hier eine, eben, ja, und so. Plum. Okay, neue Halskette angelegt. Wo bist denn du? Bin hier und, ja, ich bin in Richtung Findet Cassias, bin ich. Also ewige Ruhe. Ach, da unten. Ich werde einfach mal auf der Karte schauen. Plum. Blub, blub. Ich komme im Sinne von erscheinen. Du bist da oben, jetzt bin ich unten. Ah, du bist unten, nee, ich komme auch runter. Na dann. Guck mal, da ist Mainz. 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 Wer ist hier meint? So, wie gesagt, wir hatten da eine kleine Videosequenz, glaube ich. Hatte ich vorhin ja schon mal gehabt, aber ich hatte es weggeklickt. Sucht Kalkas den Vigilanten an der Kreuzung westlich des Medeus-Gutes. Nempion, der Schweinehirt, ist im Westfeld des Gutes. Armes Schwein. Die Magd Spina im Landgut. Und den Pächter Ladon findet ihr im Ostfeld. Geht nun und bringt mir ihre Knochen. Genau. Na gut. Machen wir doch. So, ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Irgendwas hat mich jetzt gerade angegriffen. Warte mal, du. Ja, wir laufen einfach weiter. Schau, du. Ich wollte ihn noch so gerne fertig machen. Stimmt. Ja. Der rennt auch wieder weg. Ja, das ist mir doch egal. Guck mal, da ist Min Mainz wieder. Min Mainz, genau. Die tut sich gerade mit Maden und Würmern durch die Gegend wirbeln. Die kommen dir auch hinterher. Ja. Die willst du nicht loswerden, ne? Ja, ja, da will er kämpfen. Hat ja auch den Grund.
weil wir gleich hier den NPC ansprechen müssen und dann der sich gleich verwandelt und ja, hier dort benötigen. Was machen wir? Der verwandelt sich gleich auch. In wen? Ja, in den Kalkas halt. In okay. So einen mächtigen, bösen Menschen wie du. Ihr ja. Habt ein ungültiges, das ist kein gültiges Ziel. So, erstmal den Wurm hier. Erstmal Wurm plündern. Wobei, der verwandelt sich nicht, der fällt einfach nur um. Ja. So war's gewesen. Ja, dann musst du, hast du die Knochen mitgenommen? Ja, natürlich. Habe ich die Knochen aufgehoben. Und du auch? Ja. Hoffe ich zumindest für dich. Okay, gut. Das ist ja leicht. Was ist leicht? Dass die einfach nur von alleine umfallen. Nicht manch guter Gegner. Puh. Das Spinner, die Dienstmark. Ich glaube, ich Spinner, wa? Hat ihr nicht ihren Spinnerst? Die hat ihren Spinat nicht gegessen. Spinat. Das war Popeye. Ja. Aber hätte die welchen gegessen, wird sie noch leben. Vielleicht. Und nicht so krass. Oh, hier komme ich nicht hier durch. Jetzt hänge ich wieder auf der Stelle. Der Schweinehirt. Oh, sehe ich lang. Das ist ein armes Schwein. Bleib doch mal stehen hier. Schweinehirt. So. Zack. Ja, so ein armes Schwein. Fast so arm dran wie der Dü. Mit der Betonung auf fast. Dann Nutfu macht hier Platz. Und Laden haben wir auch so. Voll. Ich bin voll. Voll. Okay, du wirst gerade von einer Peitschenschwanz drüben. Das ist mir egal. Die verschwindet auch wieder irgendwann. Oh, das ist mir egal. Puh. Ja, so ja, ist das halt. Alles ist dir egal. Nein, nicht alles. Du bist mir doch nicht egal, weißt du doch. Aber ich wünschte, es wäre so. Ja, da lachst du, das ist genau mal ernst gemeint. So ist es nämlich. So, mächtigster Ion Dulani rennt weg. Huch, und ich bleib an der Blume hängen. So, dann sprechen wir beide mal den an hier. Willkommen. Alles klar. So, wohin? So, dann kommen wir mit. Wir müssen nochmal in die Richtung zurück. Wir müssen nämlich jetzt eine Urne in den Sorge legen. Eine Urne? Eine Urne. Damit die Geister halt ruhen können. Ja, na gut. Eine Urne. Genau, eine Urne. Das heißt aber nicht, dass du da rein urinieren darfst, sonst wären die Geister wieder aufgeregt. Nein, das mache ich nicht, nein. Ja. Ich habe doch gerade schon gesehen, wie du sie unter dich gehalten hast. Altes Ferkel. Hallo, BNVHIUDH. Ja, sprich's doch mal aus, Binfendry. Binfendry? Ja. Ja. So heißt er wohl dann. Genau, das ist doch ganz einfach der Name. Nicht so schwer wie Dylan. So, jetzt müssen wir uns hier mal ein bisschen. Also ich möchte hier eigentlich ungern irgendwas adden. Warum nicht? Ich probier das mal von hier aus anzuklicken. Oh oh. Akro, wir laufen. Wolltest du was machen? Nee, immer noch nicht. Ich würde immer. Gut, dann, ja, dann zieh du kurz Akro, genau. Okay, jetzt hab ich. Gut, dann laufen wir. Lalalala. Sieht halt auf jeden Fall schon, dass sie halt vom Level her auf jeden Fall ein Stück weit höher sind. Das heißt, mit unseren Waffen, die wir da haben, ich glaube, wir haben jetzt 31er Waffen, treffen wir, werden wir bei den 40er Mobs auch nicht die Masse machen. Na gut. Deswegen lohnt es sich ja schon, eigentlich halt schon so eine 30er Waffe halt zu plusen oder eine 40er Waffe. Aber ja, man levelt halt einfach auch viel zu schnell. Ja. Das ist ja auch anhand des Let's Plays halt auf jeden Fall. Genau. Gar nicht, weil
So, ich würde sagen, wir machen aber hier, das ist die Folge 4, genau. Wir geben hier erstmal ab und den Rest von dem Abgeben und so weiter, das machen wir halt nach Heiligabend. Müsste jetzt die Folge vor Heiligabend am 23. sein, die heute jetzt kam. In dem Fall wünsche ich schon mal allen ein frohes Fest, schöne Feiertage. Ja, frohes Fest an alle und bis dann. Tschüss. Wir schauen uns. Jo. Tschüss.